Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Abend Sport live direkt aus der Squash Arena hier in Uster. Heute Abend Nationalliga A-Begegnung zwischen den Pythons Kriens und Wittis Schlieren. Und wie immer mit dabei bei mir ist der Dominik Penkow. Dominik, was gibt es zum heutigen Abend zu sagen? Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch von meiner Seite. Ein weiterer Abend Live-Sport Squash steht uns bevor. Heute mit der Partie, wo man kann sagen, ja, eine Begegnung der Gegensätze. Wir haben nämlich Pythons aus Kriens, die da ihr Heimspiel zu Uster austragen, wo sich anschicken, den amtierenden Schweizer Meister Wittis Schlieren herauszufordern. Und wenn wir vielleicht kurz auf die Tabelle schauen können, bevor wir dann die Spielerpräsentation startet, dann sehen wir da, warum das der Gegensatz so gross ist. Es ist nämlich da der Nachtrag von der 12. Runde. Wittis Schlieren an Position 4 gegen Pythons Kriens an Position 10. Was man aber da noch muss sagen, weil es eben ein Nachtrag ist, wenn man nach Verlustpunkt geht, respektive die Tabelle noch vor der Runde würde anschauen, dann wäre es gar der 2. gegen den 10. Ja, das ist also sehr eine klare Ausgangslage, die uns hier bevorsteht. Wittis Schlieren definitiv Favorit. Wir sehen hier nochmal den Schiedsrichter Sven Wittmann, wo die beiden Spieler, die in wenigen Augenblicken die erste Begegnung am Abend werden eröffnen, kurz unterrichtet, sagt, was er erwartet. Und wir werden jetzt kurz zu der Spielerpräsentation kommen und Ihnen die Akteure vom heutigen Abend kurz vorstellen. Im Schnelldurchlauf sehen wir hier Jonas Dähler, rechts schon wieder aus dem Bild verschwunden. Der Johnny Williams, das Urgestein für Wittis Schlieren, der auf Position 3 wird spielen. Da haben wir den Valentin Rapp, die deutsche Nummer 6, ebenfalls im Team Schlieren, für Schlieren auf Position 2 tätig. Und da Schlieren wir Nummer 1, den Sebastian Wenig, seines Zeichens Holländer. Dann sehen wir hier in der Mitte, wie schon vorher kurz angetönt, Sven Wittmann, Schiedsrichter, wie immer, seit über 10 Jahren aktiv als Ref. Neben ihm, das ist Nummer 1 aus der Innerschweiz für Pythons, Roman Alanx. Da sehen wir den Remo Handel, seines Zeichens Schweizer Nummer 21 und Nummer 2 für Pythons am heutigen Abend. Ja, auf Position 3 spielt für Pythons der Yannick Lindemann, seines Zeichens Nummer 37 von der Schweiz, und komplettiert wird das Quartett von Mario Job. Er ist 47 von der Schweiz und spielt auf Position 4. Und wir können jetzt vielleicht kurz das noch in der grafischen Übersicht sehen, welche 4 Spiele uns da bevorstehen. Wenn Sie schon häufiger eingeschaltet haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann kennen Sie das Format. Die jeweiligen Nummer 1, 2 und 3 von beiden Teams bestreiten ein Spiel gegeneinander. Ein Sieg gibt für das jeweilige Team einen Punkt. Das Team, das am Schluss des Abends mehr Punkte hat, gewinnt die Partie und kommt 3 Punkte in der Tabelle gut geschrieben über. Bei einem Unentschieden werden die einzelnen Satzverhältnisse und bei Gleichstand dann sogar Punkteverhältnisse angeschaut. Und das Team mit dem positiven Unentschieden, mit dem besseren Unentschieden, kommt dann einen Bonuspunkt über und kommt so auf 2 Punkte. Das andere Team geht mit 1 Punkt heim. Somit also die Voraussetzungen vom heutigen Abend. Und die erste Begegnung eröffnet der Roman Alanx in Gelb, wo in dem Moment wird das Spiel mit dem Service starten. Retourniert wird der Aufschlag von Sebastian Wenig im dunklen Shirt, der für Wittis Schlieren spielt. Ah, schöner Angriff vom Alanx, der bereits den ersten Punkt kann verbuchen kann. Beide Spieler in der Vergangenheit ja verletzungsplagt. Der Jungspund Roman Alanx mit 18. Sehr erfolgreich auf der Tour im europäischen Squash-Zirkus unterwegs. Wenn er dann eben nicht verletzt ist, hat eine eklige Verletzung am Hamstring, seinem Oberschenkel, sich zugezogen am Heimturnier des Swiss Junior Open am Ende des letzten Jahres. Scheint jetzt aber alles wieder auskuriert zu sein. Ja, und wenn er auf die europäische Junioren-Rangliste schaut, das
dürfte ihm grosse Freude bereiten. Er ist dort nämlich bei den unter 19-Jährigen an Position 3 geführt. Der Ballwechsel wird wiederholt. 2:1 für den Sebastian Wenig. So, ich wäre auch wieder zurück. Sorry, dass ich da kurz abwesend war für den Anfang. Ja, man sieht, Wenig probiert da die Mitte vom Platz einzunehmen. Tempo zu diktieren. Der Alain steht vor einer grossen Aufgabe, das ist ihm sicher bewusst. Aber jetzt auch in den ersten paar Ballwechseln spielt er eigentlich gut mit. Schiedsrichter sagt, der Ball war nicht mehr gut gewesen. Und damit 2:2. Ja, bis jetzt ein ausgeglichener Start. Vielleicht noch ein paar Worte zum Sebastian Wenig. Er ist ja im Dezember oder sagen wir mal Ende vom letzten Jahr auf Position 165 von der Welt geführt worden. Also doch ein ziemlicher Brocken. Das ist ein fantastischer Angriff vom Innerschweizer. Topspin sieht man nicht so häufig. Mit Schnitt den Ball vorne abgelegt, unerreichbar für seinen Gegner. Ja, und der Wenig hat schwierige Zeiten hinter sich. Letzten Sommer sich eine längere Auszeit gönnt. Wir haben es früher schon mal angesprochen, anlässlich von einer anderen Übertragung. Und es macht den Anschein, dass er seine letzte Profisaison wird bestreiten. Hat aber in seiner Karriere einige beachtliche Erfolge können feiern. So ist er 2015 holländischer Meister geworden. Und in seinen besten Zeiten als Nummer 82 von der Welt geführt worden. Hat also sehr viel Erfahrung. Ja, aber der Allings spielt frisch, ja, frisch von der Leber mit. Und man muss aufpassen. Allings als Krienzer sehr fit, wie die meisten Spieler von dir kommen. Oh, geht aufs Ganze. Schiedsrichter sagt, der Ball war nicht mehr gut gewesen. Das heisst, er sieht den Ball zweimal vom Wenig. Er ist sich nicht ganz sicher. Schöner Angriff auf jeden Fall. Allings kann wieder mit 4:3 Führung gehen. Der Ball war eindeutig. Klassisches Ballan Wenig, sagt man dem. Stroke wäre die englische Bezeichnung. Punktgewinn für den Spieler, der den Ball könnte schlagen könnte und das Spiel muss unterbrechen, weil der Gegner könnte treffen. Vielleicht zur Erklärung. Jetzt ähnliche Situation, es gibt aber nur ein Led, weil zwar eine Behinderung stattgefunden hat, aber der Spieler, der schlagende Spieler, in dem Fall der Wenig, nicht einen gewinnbringenden Schlag hätte ich anbringen können. Darum gibt es nur Wiederholung und nicht automatisch einen Punktgewinn. Ja, so steht es in der Regel. Und die Regel steht auch, dass das Spiel auf 11 geht, respektive jeder Satz auf 11 gespielt wird, ausser wir haben Gleichstand bei 10. Und bislang tatsächlich sehr ausgeglichene Partie. Wenig kann da jetzt aber wieder in Führung gehen mit 5:4. Und da ein Fehler vom Wenig, der den Ausgleich wieder bringt und Aufschlag allerdings. Und gerade nochmal so einen Fehler. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Und vor allem, allerdings wäre auch am Ball herangekommen, auch wenn er so fein gespielt wäre. Ja, also zwei sehr, drei und jetzt. Jetzt drei hintereinander. Fehler von einem Spieler, der eigentlich, ich has gesagt, auf ein ziemlich beeindruckendes Palmarès kann zurückblicken. Scheint noch nicht ganz bei der Sache zu sein. Und für den Alex natürlich eine interessante Ausgangslage. Er weiß, dass er nicht Favorit ist am heutigen Abend, aber er spürt natürlich, dass sein vermeintlich stärker Gegner nicht der beste Tag zu haben scheint. Bis jetzt. Schön gemacht vom Allengs.
Das ist genau das, was er muss machen mit heutigen Abend. Druck aufbauen, geduldig spielen und wenn es sich eine Möglichkeit gibt, dann wieder ein 2-Punkte-Vorsprung. Vor abschließen. Was auch auffällt, der Ball im Seitenaus und damit der Punkt für den Wenig. Was auch auffällt, ist, dass, wenn man es vergleicht mit früheren Partien, die wir live übertragen haben, hier auf DLZ, ist es meistens so gewesen, dass der Favorit, der besser klassierte Spieler auf dem Papier, das Tempo diktiert hat und meistens, nicht immer, aber häufig dafür gesorgt hat, dass es ein schnelles Tempo gibt. Und das scheint da doch anders zu sein. Da unnötigen Eigenfehler vom Alain. Aber er doch, so scheint es zumindest, häufiger der Spieler, der in den Ballwechsel probiert, das Tempo zu forcieren. Wenig beschränkt sich eigentlich auf den Ball möglichst präzise und, sagen wir mal, effizient, ohne viel Kraft zu verschleißen, wie wir es da jetzt gerade sehen, in die hinteren Ecken zu spielen. Bin ich gespannt, ob die Taktik für ihn aufgeht. Ja, ich bin auch gespannt, jetzige, wo es am Ende vom Satz zugeht, eben, wenn ich jetzt nochmal aufdrehen kann und seine Klasse ausspielen kann. Oh, läuft da gar nicht gut zum Ball und allerdings mit einem guten Angriffsball ein wichtiger Punkt zum 9:8. Und da hat noch einmal einen herrlichen Angriffsball. Ja, zum wenig bewegt sich da aber gar nicht gut. Aus dem Tee raus eigentlich ein relativ Standardschritt hinten links auf den Crosscourt vom Gegner. Sehr behäbig, nicht sehr schnell. Vielleicht auch ein Grund, warum er das Tempo nicht forcieren will und probiert, den Anlang ein bisschen einzulullen. Also alles schön gemacht, hat das geschmeckt. Spielt der Ball folgerichtig in die Fallschicke. Erste Satzball abgewehrt. Alex, will der Satz jetzt einfach gewinnen? Jetzt mit der Chance geht nochmal lang. Erneute Chance. Probiert ihn nochmal zu verwischen. Ja, nicht unbedingt die taktisch beste Variante gewesen, aber mit der Faust. Was für eine Überraschung. Definitiv, hätte man so nicht erwarten können. Knapper, ausgeglichener Satz und er geht nach Kriens. Das ist Sport. Man weiss nie, was auf einem zukommt. Ja, da müssen wir jetzt vielleicht Statistik bemühen und kurz nachschauen. Ich bin nicht sicher, wie viele Matches der Roman Alain in dieser IC-Saison schon hat gewinnen konnte. Und vor allem vielleicht Position 1. Position 1 ist natürlich brutal hart. Da muss man vielleicht aber Pythons auch einen Kranz widmen und sagen, sie halten konsequent an ihrer Strategie fest. Sie sind ja das dritte Team. Und wenn wir jetzt das Bild anschauen, da, wenn ich doch ziemlich am Schnaufen. Ja, er war recht unter Druck. Er hat das Tempo gehen, das er eigentlich nicht gehen wollte. Ich habe es gesagt. Das Tempo diktiert wurde von seinem Gegenspieler. Und wir sehen hier den Valentin Rapp, der später auch noch ins Geschehen eingreifen wird, der hier ein paar aufbauende Worte sucht, um seinen Teamkollegen für den nächsten Durchgang vorzubereiten. Big Boss ist auch gerade
haben sich dazu gesehen, wir werden dann jetzt gerade sehen im Bild, Johnny Williams. Und da können wir gerade sagen, er hat sein Spiel schon bereits fertig, wo er gehabt hat gegen den Janik Lindemann. Das hat er klar für sich entschieden. Mit 4, also aus Sicht von Kriens, mit 4-12, 4-11 und 7-11 hat der Johnny Williams die Partie in 3 Sätzen für sich können entscheiden. Ja, das ist keine Überraschung, hat man genauso eigentlich dürfen erwarten. Aber wir haben auch hier eigentlich ein anderes Resultat auf dem Center Court erwarten können. Und der erste Satz geht überraschend an Roman Alex. Allerdings in dem Moment mit dem Aufschlag und dem Start in den zweiten Durchgang. Ja, das dürfte ihm Auftrieb geben, hat der erste Satz. Der Verlauf hat natürlich vor allem das Resultat. Man sieht hier, wie er agil ist. Er hat gemerkt, er hat richtig Blut geschmeckt. Er merkt, dass es gut kommt, wenn er den Ball schnell nimmt, früh reingeht. Vielleicht auch ein paar Ungenauigkeiten in Kauf nimmt. Einfach das Spiel schnell behalten. Mit dem ist er sehr gut gefahren im ersten Satz. Aber da steht er immer so im Weg, dass er einen Ball an wird bekommen. Er schaut ein bisschen verdutzt, ein bisschen eine Stunde rein, eine relativ klare Situation aus meiner Sicht. Erster Punkt für Schlieren. Jetzt das Tempo bei beiden Spielern nicht mehr ganz so hoch. Dafür präzise. Beide Spieler probieren ihre Ecke genau anzuspielen. Reaktionsschnell vom Alex. Da mit dem Fehler. Und der Wenink hat da definitiv den besseren Start verwünscht. Kommt erfolgreicher aus der Pause. Ball näher an der Linie, aber noch im Feld. Dreht natürlich von der Seitenauslinie oben am Platz. Oh, ein weiteres Ball an Wenink. Allerdings hat der Ball noch, aber wird da in ein weiteres Stroke reinlaufen, so ist es. Und es steht bereits 5-0. Da hat es einen Kontakt gegeben beim Schlag von Wenink, hat beim Ausschwung den Gegenspieler leicht touchiert, unterbricht das Spiel und kommt eine letzte Wiederholung vom Ballwechsel zugesprochen über vom Schiedsrichter. Ja, Wenink macht das deutlich besser als noch im ersten Durchgang. Und Alex seinerseits muss schauen, dass der Zug da nicht plötzlich abfährt. Ja, der Ball ist tight. Schwierig zu nehmen für den Alex, der in dem Moment, in dieser Phase des Spiels, ein bisschen ratlos wirkt. Hat eigentlich sehr gut gespielt im ersten Satz. Und, ja, mit dem Fehler macht er sich das Leben auch nicht einfacher. Ja, er müsste wahrscheinlich seine Taktik festhalten, das Spiel weiter probieren, schnell zu machen, ohne zu viel Marge herzugeben, zu unpräzise zu werden. Das ist natürlich
viel einfacher gesagt als gemacht. Aber er tut sich jetzt doch am Spiel vom Gegner anpassen, unterordnen. Ich bin nicht sicher, ob das für ihn ein Vorteil wird. Das scheint hingegen viel mehr der Fall zu sein, dass Wenig sehr gut Tritt gefasst hat jetzt. Ja, und dann wird es auch schwierig, solche Bälle zu spielen, die er im ersten Satz noch, wir erinnern uns auf der Vorhand, nonchalant fantastisch zum Winner versenkt hat. Solche sind dann plötzlich zu tief und sind jetzt einige Fehler vom Alanx. Ja, wir stehen bei 9 zu 0 bereits in dem zweiten Durchgang. Ja, und das sind sage und schreibe 10 Satzbälle. Oh, fantastischer Winner! Wahrscheinlich der schönste vom Abend bisher, vom Sebastian Wenig. Und mit dem Punkt gönnt er den zweiten Satz für Weidis Schlieren mit gerade 11 zu 0. Das ist etwas, das wehtut. Ein sogenannter Bagel. Die 0 also, wo da bei der Anzeige aufleuchtet, beim Roman Alanx, das ist etwas, das kein Squash-Spieler gerne hat. Und auch etwas, das sehr außergewöhnlich ist. Ein erster Satz, wir sehen hier den Squash-Ball, der ja weiss ist auf dem Center-Court, der für einen besseren Kontrast sorgen soll. Ein erster Squash-Satz, der mit 11 zu 9 äußerst knapp geführt worden ist, äußerst knapp ausgegangen worden ist. Und dann ein 11 zu 0 für den anderen Spieler zum Ausgleich. Nicht sehr alltäglich. Das zeigt aber wahrscheinlich auch, dass Sebastian Wenig im ersten Satz noch nicht wirklich wach war, noch nicht wirklich auf seinem normalen Niveau performt hat. Zweifelsfrei aber auch Roman Alanx im zweiten Satz unter seinem normalen Niveau. Wir sehen hier nochmal das Coaching von John Williams, wo sicherlich bedeutend zufriedener dürfte sein nach dem zweiten Satz mit seinem Schützling als noch, was wir nach dem ersten Durchgang gesehen haben. Ja, und Roman Alanx, das haben Sie nicht gesehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hat die Pause genutzt, hat sich kurz vom Squash-Court entfernt. Sich wieder gesammelt. Ja, liebe Zuschauer, wir sind. Ja, liebe Zuschauer, wir sind zurück da in der Squash Arena in Uster. Entschuldigung für die technische Panne. Wir sind jetzt wieder live drauf und zwar sind wir immer noch im Spiel von Roman Alanx gegen den Sebastian Wenig. Es ist im dritten Satz und wir haben 1:1 in den Satz. Bei mir wie immer der Dominik Penkhoff. Dominik, ich will kurz zusammenfassen, was in den ersten zwei Sätzen überraschend passiert ist. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was ist passiert? Ein sehr spezielles Spiel. Wir haben eigentlich vor dem Match gefunden einen klaren Favorit, den man auf dem Papier ausmachen kann, Sebastian Wenig. Im dunklen grauen Shirt für Weite zu schlieren, hat der erste Satz aber relativ knapp und umkämpft. Dann müssen schlussendlich am Gegner zugestehen, am Roman Alanx, im gelben Shirt, der sehr gut gespielt hat, mit 11 zu 9 sich den ersten Satz geholt hat. Und dann, ja, dann ist etwas sehr Außergewöhnliches passiert. Der zweite Satz ist nämlich an Sebastian Wenig gegangen und das mit 11 zu 0. Wir haben jetzt also aus Sicht vom Heimteam ein Scoresheet, das lautet 11 zu 9, 0 zu 11. Und befinden uns jetzt im dritten Satz und erwarten natürlich voller Spannung, wie sich das weitere Spiel entwickelt. Wie kann so etwas passieren? Ist er nicht parat gewesen? Ich meine, er ist jetzt bereits schon wieder 3-0 in Führung. Ja, ich glaube, das spielt mehrere Faktoren drin. Es ist zuerst einmal wahrscheinlich nicht übertrieben, wenn man sagt, dass der Sebastian Wenig nicht optimal gestartet ist. In dem ersten Satz irgendetwas hat da nicht gestimmt, ist nicht parat gewesen. Roman Alanx auf der anderen Seite sehr schnell einen guten Start verwünscht.
Ja, und dann hat es gekehrt. Sebastian Wenig ein besseres Spiel gefunden. Also ein besseres Spiel gefunden, er hat jetzt 14 Erst, Punkte erstmals ein Spiel gefunden. Ja. Und der Roman Alengs seinerseits völlig von der Rolle. Und dann ist es möglich, die Kombination von diesen beiden Gegebenheiten, dass dann so ein spezielles Resultat rausschaut. Und da ist der Ball direkt aus dem Ecken rausgerollt. Keine Chance für den Roman Alengs. Wo natürlich seinerseits gerne wieder einmal einen Punkt würde machen, du hast es gesagt. Schon fast eine beängstigende. 4 zu 1, doch jetzt. Ah, doch, ja. In dem Fall ist das Resultat vorher falsch eingeblendet worden. Aber von den letzten. von den letzten 16 Punkten sind 15 an hergegangen, die wir jetzt sehen, in der linken Aufschlagsbox servieren. Im dunklen Shirt. Und das nach notabene Satzgewinn. Nach dem ersten Satz für den Alengs. Äußerst spezielles und seltsames Spiel, komischer Spielverlauf. Also er hat sein Stirnband nicht über die Augen gehabt im ersten Match. und hat es nachher erst durchgeschoben, oder? Nicht, dass ich sehe, aber wäre natürlich eine Erklärung, ja. Für alle die, die den ersten Satz nachschauen wollen, wie immer, ab morgen Morgen ist er auf telez.ch Sport, wird die ganze Übertragung online abrufbar sein. Und somit auch der erste und zweite Satz, den wir in dieser Direktübertragung nicht gesehen haben. Oh, hat der Ball noch. Und auch der Ball hat er noch jetzt. Unglaublich am jetzt Kilometer abspulen. Aber ist wieder im Spiel. Rein. Ja, hat die Situation können neutralisieren, ist aber immer noch ein bisschen unter Druck und da und legt er sich auf. Macht er einen Fehler. Ja, aus mentaler Sicht natürlich ein brutaler Spielverlauf für Roman Alengs. So gut gestartet. Und ein sehr bitteres Resultat im Moment. Zweiter, dritter Satz. Eigentlich schon fast vorbei. Ich kann da nochmal einen Punkt verbuchen. Nimmt da viel Risiko, wird nicht belohnt, macht einen weiteren Fehler. Kommt da schlussendlich dann nicht mehr am Ball. Und bereits schon wieder Satzball. Ja, und wieder 8 an der Zahl. Also der Ball war zu tief gewesen und damit geht auch Satz 3 nach Schlieren. 2 zu 1. Siehst du Hoffnung? Ja, das Spiel ist derart unverständlich, sage ich jetzt mal, verlaufen. Es ist alles möglich, aber also wie gesagt, der spezielle Verlauf ist nur durch eine Kombination von besonderen Umständen zustande gekommen, dass nämlich beide Spieler eine Art unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht haben und es ist für den Alengs nur noch Hoffnung oder besteht für ihn nur noch Hoffnung, wenn der Wenig völlig einbricht und er nochmal explodiert, was möglich ist, aber kann er gleich etwas aus dem Match mit rausnehmen? Hat der erste Satz für ihn eine Aussagekraft? Oder jetzt mit zwei brutalen Sätzen, die er es doch verloren hat, tut sich das schon sehr stark wieder relativieren? Ja, im Moment wird er das jetzt noch nicht wahrscheinlich gross spüren. Wenn er das später anschaut, dann wird er sich schon fragen, wo ist der Schalter umgekippt? Was ist passiert, oder? Und dann wird er wahrscheinlich schon sich eingestehen, dass der Gegner viel stärker geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, du musst so einen Gegner auch zuerst mal schlagen. Und wenn er einen schlechten Start hat, einen schlechten Tag oder auch nur einen schlechten Satz spielt, dann muss auch DC und parat sein. Also, da sollte man seine Leistung auf keinen Fall schmälern. Ja, er hätte in dem Augenblick erkennen, ich habe meine Chance und die Chance gepackt. Absolut, er hat die Chance gepackt, hat alles richtig gemacht, hat sehr gut gespielt. Und wird natürlich sicher überhaupt nicht zufrieden sein, wie er sich dann nachher in den weiteren Sätzen präsentiert hat.
Oder sagen wir mal Satz 2 und 3, auch wenn der Gegner stärker wird. Aber noch ist er noch nicht vorbei und der Alex hat ja Kämpferqualitäten bewiesen, schon des Öfteren. Was hat er jetzt in den letzten zwei Sätzen ausgemacht, das Stärkenverhältnis? Was hat der Wenning so viel besser gemacht? Also was mir aufgefallen ist im ersten Satz, sind die Ballwechsel, wo eben einerseits das Tempo in den Ballwechsel, wo vom Alex mehrheitlich dominiert worden ist oder diktiert worden ist. Und das andere sind die Ball vom Wenning, haben eigentlich sehr wenig Druck erzeugt. Die sind häufig so ein bisschen dankbar in der Mitte abgekommen, nicht so wie jetzt eine gute Länge gehabt. Und das spielt natürlich dann Alex volle Karte, wenn er mit einem Schritt aus der Mitte vom Platz raus den Ball kann abgreifen, das Spiel schnell kann machen, so wie jetzt gerade. Dann sieht das für den Wenig natürlich ganz schlecht aus. Wenn der Wenig aber es schafft, den Ball tight zu spielen, das heisst, so mehr kann die Wand. Genau. Und ein bisschen mehr Druck erzeugt. Also mit Druck meine ich, dass die Bälle, wenn sie am Boden aufspringen, wenn man zum Beispiel eine Longline nimmt, wenn die Bälle vom Boden aufspringen und dann an die Rückwand kommen und sie eine gewisse Höhe haben, dann kann der Alex die locker wieder spielen. Oh, spekuliert da und steht richtig. Und da macht er folgerichtig den Punkt. Er sagt, er sei zweimal gewesen. Schiedsrichter sagt, er sei sich nicht sicher. Oh, das ist natürlich bitter für Sven den Alex. Sven Wittmann, Schiedsrichter, auch heute Abend wieder gefordert. Er sagt, er hätte es auch nicht ganz genau gesehen und will dadurch will er eine Wiederholung haben von dem Ball. Hart für den Roman Alex, der ja den Ball doch viel gekämpft hat. Viel ja, kämpft mir so um den Ball. Das hätte ich in Aufbau dringend benötigst Selbstvertrauen, kann ich sagen. Und einmal wieder schön in die Mitte gespielt. Und man hat da gesehen, die Pause, wenn man das kann sagen, für das Schlusszeichen von dem Ballwechsel. Alex immer wieder ein bisschen am Stretchen. Die Frage, spürt er da doch wieder seinen Oberschenkelmuskel? Ja, Alex macht doch jetzt viel Kilometer. Ja, und dazu einige Fehler. Und in dem Moment Alex ist es in dem vorbei. Augenblick auf. Es scheint also nicht mehr weiterzugehen für den Roman Alex. Dass er eine Zerrung hat im Oberschenkel. Die Verletzung, die er schon gehabt hat, in dem Fall wieder aufgebrochen ist. Das ist bitter. Und in dem Augenblick, er muss das Spiel aufhören, verständlich. Wenn ein Sportler Schmerzen hat, dann hat es keinen Wert, dass er da noch weiterzieht, vor allem gerade bei dem Spielverlauf, den wir jetzt gehabt haben. Absolut. Wir werden vielleicht anlässlich vom Interview nachher noch die Chance haben, von ihm zu erfahren, wenn genau, dass es aufgebrochen ist. Scheint in dem Satz vor allem das Problem gewesen zu sein. Wir sehen da, er erklärt sich nach dem Gegenspieler. Das ist natürlich sehr bitter für ihn. Wir hoffen natürlich, dass er möglichst schnell wieder fit wird und die Verletzung nicht allzu stark behindert. Er ist ja sehr erfolgreich gestartet eigentlich in das Jahr. Das Interview werden wir nach einer kurzen Pause haben. Ja, natürlich ganz ein bitteres Ende, wo der erste Match gefunden hat. Roman, deine Oberschenkel hat sich wieder bemerkbar gemacht. Vielleicht kannst du jetzt kurz erklären, was ist genau passiert? Ja, also ich habe vor 2 Monaten in einem Turnier international in der Schweiz einen Zerrung gehabt, Hamstrings. Und ich hatte jetzt 10 Wochen eigentlich Probleme damit gehabt. Und jetzt habe ich es leicht gespürt, nichts Schlimmes. Und ich spiele 2 Wochen das Turnier in Frankreich, weil ich mich jetzt einfach nicht sicher gefühlt habe und es könnte schlimmer werden, habe ich jetzt einfach aufgehört. Soweit eigentlich alles gut, einfach nicht mehr sicher gefühlt. Also eine Vorsichtsmaßnahme verständlich natürlich. Sportler müssen auf ihren Körper hören. Kannst du vielleicht gleich noch kurz sagen, ist es von Anfang an schon immer ein bisschen da gewesen oder hat es einen Moment gegeben im Spiel, wo es aufgebrochen ist wieder? Also ist von Anfang an nicht da gewesen. Erstens Satz nicht, zweite auch nicht und dritte auch nicht. Aber wenn ich es so klar verliere, ist es nicht wegen dem. Jetzt bin ich etwa 3-1 im 5. spüre ich es ganz leicht. Darum habe ich gedacht, ich höre jetzt also besser auf. Also die ersten Sätze in dem Fall noch ohne Schmerzen und Probleme können spielen. Vielleicht trotzdem kurz ein paar Worte noch zum Spiel. Sehr spezieller Spielverlauf. Wir haben es erwähnt im Programm, der erste Satz ausgleichen. Hast du sehr gut gespielt, das Tempo diktiert. Sehr agil gewesen, günstig verdient mit 11-9 und dann im zweiten ein 0-11. Wie kannst du dir das erklären? Das ist ja auch nicht etwas, was man im Alltag erlebt. Ja, also beim ersten mache ich viel Druck, das Tempo ist recht hoch und er
spielt das Spiel mit, also viel Cross, viel den Court verauftun. Dort habe ich das Gefühl, habe ich halt einfach die Oberhand. Und ab dem zweiten gerade der alles ab, nimmt das Tempo raus und ich komme wie ganz aus dem Spiel raus, weiss nicht mehr, was machen. Er spielt es einfach sauber, ja, dreht eigentlich genau gleich. Also ich finde einfach keinen Weg mehr ins Spiel hinein. Roman, an dieser Stelle gute Besserung. Wir hoffen natürlich, dass die Verletzung dich hoffentlich nicht mehr lange weiter plagt und du wieder gesund kannst die restliche Zeit von dieser Saison spielen. Ja. Merci vielmals. Ja, das also das Interview mit dem Roman Allings, der hat verletzungshalber das Spiel aufgeben musste. Beim Stand von 2-2 in den Sätzen hat er da das Spiel abgebrochen. Ja, wir kommen zu unserem zweiten TV-Spiel. Wir sehen hier gerade auf den Platz kommen, den Valentin Rapp, der für Vitis Schlieren spielt. Und wir haben als Gegner von ihm den Remo Handel, der sehr wahrscheinlich auch vom Papier her doch klar unterlegen ist, Dominik. Ja, wir haben hier ein weiteres Duell Schweizer gegen Ausländer. Valentin Rapp, den wir hier bereits am Einspielen sehen. Ich habe es schon mal erwähnt, im Start des Programms die deutsche Nummer 6. Er ist aus meiner Sicht schon zu favorisieren gegen den Remo Handel. Remo Handel ist ja das 21. von der Schweiz. Interessant ist in der Statistik, im Schweizer Ranking habe ich keinen Match gefunden, der geführt ist zwischen den beiden Spielern. Ich bin nicht sicher, ob sie sich nicht international oder vielleicht in der deutschen Liga mal gegenüber gestanden sind. Auf Schweizer Boden ist das allerdings, wie gesagt, noch nicht der Fall gewesen. Und Valentin Rapp, auch ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener und vom Ranking ein bisschen besser klassiert. Aus all diesen Gründen er zu favorisieren. Valentin Rapp ist 24, der Remo Handel ist 21. Valentin Rapp ist interessant, vielleicht als Randnotiz, hat jetzt auf diese Saison hin eine PSA-Lizenz gelöst, also eine Profilizenz, um auf der Profitour an Turnieren teilzunehmen. Remo Handel auf der anderen Seite hat sich als Profi mal probiert, ein Jahr lang. Hat jetzt auf diese Saison hin keine Profilizenz mehr gelöst. Ist aber eigentlich sehr ein talentierter Junior gewesen. Sehr, auch erfolgreich. Aber hat dann einfach den Sprung in die Profikarriere nicht geschafft? Ja, es sind ja dort mehrere Faktoren, die reinspielen. Einerseits ist es ein Erwachsenwerden vom Körper, aber auch vom Spiel. Als Junior ist das Spiel ganz anders als nachher in der Welt von der Haifisch, vom Haifischbecken, sage ich mal. Man hat ja Altersklassen, ist durch das ein bisschen geschützt. Wenn man sobald man 19, 20 ist, spielt man gegen alle in der gleichen Kategorie. Das Spiel ist viel physischer, viel erwachsener, man kann sich weniger Fehler erlauben. Es ist, ja, man muss gegen Spieler antreten, die seit 10, 20 Jahren den Sport betreiben. Ist nicht einfach. Und das andere ist natürlich die berufliche Perspektive, ob man sich entscheidet, auf das Squash als Profisport zu setzen, was auch immer noch mit ziemlichen Risiken verbunden ist. Es ist nicht einfach, seinen Lebensunterhalt nur mit Squash-Sport zu bestreiten. Und ich glaube, er hat dann auch ein, zwei Verletzungen gehabt, die ihn auch wieder zurückgeworfen haben. Das auch. Auch er kann ein Lied davon singen, wie es ist. Wenn ist das Quatsch so ein gefährlicher Sport? Jetzt haben wir einen, der gerade eine Verletzung im Court gehabt hat. Und wir reden von doch relativ vielen Verletzungen von den Spielern. Ja, es ist doch augenfällig, auch Schlieren als solches, als Team, immer wieder von Verletzungen geplagt. Vielleicht eine kurze Zahl, um das zu illustrieren. Wir haben ja an jedem Abend vier Spieler, die jede Mannschaft einsetzen kann. Und Vitis Schlieren hat in dieser Saison sage und schreibe 13 verschiedene Spieler eingesetzt. Zum Teil auch notgedrungen und aus Verletzungen resultierend. Aber vielleicht, um deine Frage noch mal aufzunehmen. Noch ganz kurz schnell, wir haben hier die Teamübersicht von den ersten beiden Matchen, die wir jetzt gesehen haben. Das eine TV-Spiel, wo 1-3 an Sebastian Wenning gegangen ist. Und das zweite Spiel auf dem Nebenplatz, das von Yannick Lindemann gegen den Johnny Williams gespielt war, ist auch mit 3-0 an Vitis Schlieren gegangen. Da damit bereits schon zwei Siege für Vitis Schlieren. Maximal würde es noch so unentschieden geben, wenn jetzt überraschend würde Heinz Kriens würde zwei gewinnen. Sonst eine relativ klare Geschichte bis jetzt. Ja, so wie wir es erwarten können, mit Ausnahme von dem ersten Satz. Und Schlieren bärenstark besetzt. Also,
sind ja amtierende Schweizermeister. Da sind wir gerade, da sehen wir gerade auf dem Nebenplatz das zweite Spiel. Position 4, Jonas Derner, der da in den Druck zu uns steht. Er für mich potenziell, wenn er dann gesund ist, auch er Verletzungsplage in der Hinrunde, wo da gegen Mario Job im gelben Shirt spielt. Jonas Derner wahrscheinlich die stärkste Nummer 4 im Moment in der Schweizer Liga. Wir können den Platz leider nicht voll abdecken. Also das Bild, das Sie jetzt sehen, ist von einer Kamera eigentlich vom Center Court, wo da zwischendurch gefilmt hat. Aber schön, dass man die zwei auch mal gesehen hat, dass man gesehen hat, in dem Court spielen die beiden, ja, der Mario Job. Die gibt es also auch noch, die spielen auch tatsächlich da, die jeweiligen Positionen 3 und 4. Es würde leider zu lang gehen, wenn wir alle vier Spiele würden nacheinander auf dem Center Court, dem fantastischen. Ja, vielleicht heute Abend wäre es nicht so lang gehen. Heute Abend wäre es vielleicht ein bisschen klar. Ja, der erste Match ist länger gegangen, als man denkt, obwohl wir ja eine unglückliche Aufgabe gehabt vom Roman Alex. Ja, und ich habe mich gefragt, ob Squash ein gefährlicher Sport ist. Man sich vielleicht fragen, definiert gefährlich. Also, es ist natürlich relativ herausfordernd und physisch anspruchsvoll für den Körper. Rücken, Knie, immer ein Thema. Und Muskeln, wie wir es vorher beim Roman Alex gehabt haben, auch etwas. Aber es fordert schon voll. Stop and go ist absolut, anspruchsvoll. Absolut, ja. Man hört auch immer, auch Rückenprobleme kommen gerne. Genau. Aber alle haben die gleichen Voraussetzungen grundsätzlich und ein gutes Aufbautraining ist das A und so. Ja, definitiv. Es ist sicher etwas, was immer mehr auch in den Fokus rückt von den Spielern. Das sogenannte Training off-court, das heisst Krafttraining, kräftigend, Rumpfstabilität, wo immer auch ein Thema ist, was als Co-Spieler sehr wichtig ist. Und natürlich muss man auch unterscheiden, verschiedene Verletzungen sind verschieden schwer. Muskelverletzung kann sich, wenn sie sehr lang andauert, natürlich zu einer langwierigen und sehr mühsamen Geschichte entwickeln. Aber ein Problem mit den Gelenken, Knieschaden oder ein Problem mit dem Rücken. Ja. Wir haben ja einen Spieler, der für Fitnesslehren nicht mehr kann in das Geschehen eingreifen, der eigentlich am heutigen Abend auch hätte spielen sollen, der Manu Wanner. Ich kann ein Lied davon singen, wie es ist mit dem Rücken, der nicht so tut, wie er sollte. Ja, es ist schon. Wir sind bereits schon im ersten Ballwechsel. Im gelben T-Shirt haben wir den Remo Handel für Pythons Clients und für Wittis Schlieren den Valentin Rapp im dunklen T-Shirt. Bereits schon ein interessanter Ballwechsel zum Auftakt. Der Ball zu hoch. Hat oben an der Wand ganz leicht berührt. Hat angehängt, genau. Sieht der Schiedsrichter auch grundsätzlich so. Grundsätzlich darf ja der Ball jede Höhe erreichen, solange er nicht eine Seitenwand berührt. Valentin Rapp mit 1-0 in Führung. Ein herrlicher Angriffball gewesen. Vom Remo Handel da zum 1-1. Der Ball trifft er alles andere als optimal. Aufschlag Valentin Rapp. Der Ball kommt nach vorne, aber Remo Handel professionell verwandelt den Ball. Ja, ich glaube, der ist nicht mehr ganz vorne gekommen. Ich glaube, aufs Lättli. Für uns könnte ein sehr interessantes Spiel geben. Ein schnelles Spiel, wir sehen das Tempo im Vergleich jetzt zum Beispiel, was wir vorher gesehen haben, ja, einiges höher. Und der Ball war wieder tief gewesen. Damit 3-3.
Beide Spieler haben ja Erfahrung in ausländischen Ligen gesammelt oder sammeln die weiterhin. Remo Handel seines Zeichens auch im Ausland tätig, zum Beispiel in Österreich. Ist dort sogar sehr erfolgreich gewesen. 2012, 2013, in dieser Saison hat er mit Tirol den Interclub-Meistertitel in Österreich können gewinnen. Der ist im Aus. Valentin Rapp geht wieder mit 2 Punkten Vorsprung in Führung. Ja, und einer der grössten Erfolge, den Valentin Rapp verbuchen kann, ist wahrscheinlich der 4. Platz an der Deutschen Meisterschaft 2015. Er ist also in... der Ball wieder zu tief gewesen. In Durchführung, wenn man das so sagen will, mit der Spitze in Deutschland. Und eigentlich sehr ein konstanter Spieler. Die deutsche Spitze doch recht kompakt jetzt gegenüber der Schweizer Spitze. Ja, kompakt, also sicher breiter abgestützt. In der Spitze kompakt, die haben den Simon Rösner, der relativ unangefochten in Nummer 1 ist, ähnlich bei uns der Niki Müller. Aber dann haben sie doch so 3-4 Spieler, die in der Weltrangliste so um 100 spielen könnten. Definitiv, ein Raphael Kandra, ein Jens Schor, wo die 100er-Marken auch schon geknackt haben. Raphael Kandra, einer der Top 50 schon vertreten ist. Darum eben breiter aufgestellt als die Schweizer Squash-Szene. Aber von der Spitze jetzt ähnlich in dem Sinn, dass sie einen absoluten unangefochtenen Starspieler haben. Der Vergleich natürlich auch ein bisschen unfair, rein von der Grösse vom Land. Und gerade nochmal ein herrlicher Punkt vom Remo Handel, der bereits zum 6:6 wieder ausgleichen kann. Wieder ein erster Satz, der uns erstaunt. Ja, ausgleichen für mich vor dem heutigen Abend eigentlich die Partie noch am ausgleichendsten gewesen. Ich sehe da ein bisschen Möglichkeiten für Pythons. Ganz ein bisschen ausgleichender zu gestalten. Oh, schön vom Remo Handel, mit viel Gefühl. Der Ball nicht wahnsinnig gut gewesen, aber sehr überrascht gekommen für den Valentin Rapp. Jetzt steht er im Weg. Viel Effort, der nicht belohnt worden ist. Valentin Rapp geht mit 7:6 in Führung. Sogenannter Trickle Boast, Trickschlag vom Remo Handel, den wir hier gesehen haben. Im letzten Moment das Handgelenk abkippen. Und es sieht lang so aus, als würde der Ball Longline gerade spielen und im letzten Moment dann in schneller Folge den Ball an die Seitenwand, bevor er die Frontwand berührt. Remo Handel da unzufrieden mit der Schiedsrichterentscheidung. Der Ballwechsel wird aber wiederholt. Ja, wir kommen langsam in die heiße Phase von dem ersten Satz. Ein weiteres Led, also Wiederholung. Wir bleiben beim Spielstand 7:7. Aufschlag, Remo Handel. Ja, ein wichtiger Punkt für den Valentin Rapp. Es waren doch einige Ballwechsel, die es gebraucht hat, um da den Punktestand zu verändern. Das ist jetzt zu seiner Gunst ausgefallen. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähnliche Spielertypen.
Beide Spieler relativ fit. Laufen da viel, investieren viel. Und da nochmal ein... Viel Risiko genommen. Viel Risiko und nicht belohnt. Zwei Satzbälle. Der Ball war zu tief gewesen. Respektive das Score, so wie es jetzt da steht, stimmt. Wir sind noch nicht bei Satzball. Es ist 9 zu 7. Oh, ganz ein blöder Fehler. Er hat eigentlich mit dem schon halb den Satz Gewinn auf dem Schläger gehabt. Macht einen Fehler, bringt seinen Gegner wieder ran. 8 zu 9. So zumindest. Oh, der Ball. Jetzt die zwei Satzbälle für den Valentin Rapp. Der Ball ist tief. Der Ball ist tief, damit geht der erste Satz an Valentin Rapp. Unterhaltsamer Satz. Sehr. Auch gutes Spiel. Beide Spieler probieren etwas zu kreieren. Handel vielleicht in den einen oder anderen Moment ein bisschen zu ungeduldig. Der letzte Ball. Vielleicht ein bisschen symptomatisch. Hat einige Chancen gehabt. Sich den Satz zu holen, manchmal ist es ein bisschen überhastet. Aber sicher noch alles offen in diesem Spiel. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht vom Remo Handel. Er hat doch relativ lange gut mitgehabt, hat gute Angriffsbälle gehabt. Ja, ja, und das Spiel das ist noch nicht vorbei. Also da können wir noch einiges erwarten vom Handel. Er hat doch eigentlich jetzt den Satz verloren, ein paar Eigenfehler, die er gemacht hat. Also wenn er das noch ein bisschen minimieren, dann ist, ist schnell ein Satz wieder offen. Ja, bis jetzt eine offene Geschichte. Remo Handel ja sicher schlechter geführt im Ranking, als was er kann. Ist ein bisschen zurückgekehrt, kämpft sich jetzt wieder zurück. Mittlerweile wieder auf Position 21 von der Schweizer Rangliste. Hat ja im Juniorenjahr den ein oder anderen Erfolg können feiern. Ist mal zum Beispiel die Nummer 1 im Europa-Ranking bei der Kategorie U17. Hat auch die Austrian und Czech Junior Open gewonnen, U17. Hat dann auch die Landesmeisterschaft in der Schweiz oder die Schweizer Meisterschaft in den Kategorien C und B. Das sind die dritt- respektive zweithöchste Kategorie in der Schweiz. Jeweils obsiegt, ist also B- und C-Meister geworden. Der macht durchaus einiges und sieht sich jetzt mit einem 0 zu 1 Satz Rückstand konfrontiert. Valentin Rapp in dem Moment eröffnet er den zweiten Durchgang. Klassische Kombination. Wir haben sehr gut gesehen, der genau richtige Ball gespielt vom Remo Handel. Valentin Rapp kann sich gerade noch strecken, kommt aber nicht mehr wirklich unter den Ball. Handel steht parat und spielt in weite Ecke und macht einen Punkt. Und gerade nochmal einen Punkt für den Remo Handel, der jetzt hier mit 2 zu 0 in Führung gehen kann. Ja, Remo Handel ist im Spiel. Und anders als im ersten Match scheint es nicht so. Krasses Resultat zu geben, wobei im Moment wäre das natürlich noch möglich, aber doch ein offenes Spiel. Der Ball zwar noch im Platz, aber er hat die Oberkante von der Rückwand getroffen und die gilt auch als Auslinie, wenn also der Ball die Glaskante, die an der Rückwand von dem Platz sich befindet, wenn er die trifft und komisch zurückspringt, dann ist das ja ein Zeichen, dass er die touchiert hat, dann ist das Fehler. Der Ball verspringt
glücklich für den Valentin Rapp. Der Ball war nicht sehr hoch, der Stoppball. Oh, Handel holt auch noch den Ball, muss jetzt aber wirklich viel arbeiten und kann da aber wieder einen ganz guten Konter setzen. Ja, das ist eben genau das. Er kann nur der Druck sein, wenn man ihn aber vorne machen lässt, wenn man ihm Zeit gibt. Das ist ja immer gut für einen Konter und das gilt umgekehrt natürlich genauso. Und das macht das Spiel so interessant, darum auch beide Spieler immer wieder mal stark unterwegs. Im Moment ist es eher der Remo Handel, der muss zusätzliche Meter laufen. Aber wenigstens mit einer Belohnung, er ist 4:1 in Führung. Er holt dann auch den Ball. Oh, das ist natürlich unglücklich. Genau auf sich an und damit geht der Punkt an Valentin Rapp zum 2:4. Hat den Ball eigentlich gut gelesen gehabt, unbedrängt können spielen, trifft ihn nicht sauber und spielt praktisch auf sich selber. Und da gerade ein Flüchtigkeitsfehler oder zu viel Risiko. Damit steht es bereits wieder 3:4. Valentin Rapp macht den Anschluss. Ja, vielseitige Punkte kann sich der Remo Handel gegen ihn nicht erlauben, wie der Return vor auf den Aufschlag. Ja, vor allem, es war ein enges Spiel. Es sind nicht viele Punkte, die den ersten Satz entschieden haben. Nicht viel Punkte Unterschied zwischen den beiden Spielern. Und dann machen natürlich zwei, drei solche Fehler sehr viel aus. Da wird es sehr schwierig, einen Satz zu gewinnen, wenn man so Fehler auf seinem Konto hat und der Gegner seinerseits konstant spielt und seine eigenen Fehler kann reduzieren oder tief behalten. Sehr ein animierter Ballwechsel. Wow, da ist er aber doch zweimal am Boden gewesen. Ja, und das sind jetzt einige harte Ballwechsel, wo der Remo Handel muss gehen. Der Valentin Rapp scheint mir da noch deutlich frischer zu sein. Wir haben 4:4. Hat das Comeback in diesem Satz geschafft. Den Rückstand können wettmachen. Das wird ihm zusätzlich Auftrieb geben. Ja, und Remo Handel. Je länger je mehr, streckt er sich mehr schlecht als recht zu diesen Bällen. Ganz kritische Phase jetzt für ihn in diesem Match. Muss irgendwie probieren, da durchzukommen, wieder ein bisschen Druck können wegzunehmen. Vielleicht mit dem Tempo variieren. Greift auch vermehrt jetzt aus nicht wirklich guten Positionen an. 6:4. Das sind jetzt doch 5 Punkte hintereinander für den Valentin Rapp. Ja, und für 4:1 zum 6:4. Für den Valentin Rapp scheint es sich auszuzahlen. Lange Ballwechsel zu spielen. Das ist sicher mein Erfolgsrezept. Ja, eines mehr Handel. Spekuliert falsch, aber allein schon die Tatsache, dass er spekuliert, ist immer so ein bisschen ein Zeichen, dass ein Spieler müde ist. Oh. Macht natürlich Valentin Rapp jetzt. Gerade ein bisschen gar einfach. Und nochmal ein herrlicher Punkt da von Valentin Rapp. Ball zu wenig gut gewesen. Und da kommt er nicht mehr hinführen. Damit 6 Satzbälle für den Valentin Rapp. Und das, nachdem der Remo Handel 4:1 geführt hat in diesem Satz. Oh, ein schöner Punkt. Für den Remo Handel allerdings nicht viel mehr als ein schöner Punkt. Resultat Kosmetik. Wobei, für den dritten Satz wichtig, dass er jetzt hier noch mal vielleicht ein oder zwei Punkte machen kann. Ja, sich ein gutes Gefühl abholen ist sicher nicht das Falsche, aber ich habe eher das Gefühl da. Oh, fantastisch aber nochmal. Aber ich habe das Gefühl, er muss schauen, dass er
den Ballwechsel ein bisschen physisch anspruchsvoller für seinen Gegner kann machen kann. Die Verteilung in dieser Sparte war doch ein bisschen ungleich in diesem Satz. Und das spürt man natürlich relativ schnell. Ja, da geht er im falschen Augenblick zum Ball. Und damit der zweite Satz an Valentin Rapp. Ja, und der dritte Satz fängt an. Aufschlag Valentin Rapp. Ja, und so eben ist auch noch das Resultat vom vierten Spiel eingetroffen, wo der Mario Job gegen den Jonas Taylor gespielt hat. Auch dort sind wir von einem klaren Ergebnis ausgegangen und so ist es auch gewesen. Der Jonas Taylor gönnt die Begegnung mit 11 zu 6, 11 zu 8 und 11 zu 8. Also ein dritter Sieg für Vitis Schlieren, der damit bereits die Begegnung hat können für Vitis Schlieren entscheiden. Jetzt habe ich das Sätzchen zusammengebracht. Wegen dem aber die Partie hier nicht unbedeutend. Beide Spieler spielen ja auch noch für ihr eigenes Ranking. Und da habe ich wirklich das Gefühl, auch wenn der Remo Handel im letzten Satz ein bisschen unter die Rede gekommen ist, der Remo Handel eigentlich schwach gesetzt für das, was er kann. Ja, ich habe es schon mal erwähnt, bedingt durch Verletzungen und auch das Studium, das er angefangen hat, BWL, ein bisschen im Ranking zurückgefallen. Ich kann sicher mehr, als wo er jetzt geführt ist, hat ja, wenn ich mich nicht täusche, schon einige Positionen wieder gewonnen. Ich glaube, sogar irgendwo das 30 abgerutscht, jetzt wieder das 21. Er wird sicher kommen, je nachdem, wie viel Zeit er wieder kann in sein Training investieren kann. Und vor allem auch gesund trainiert, natürlich. Natürlich, ja. Da jetzt doch bereits eine Führung von mit 2 zu 2, Entschuldigung. Bin ich gerade kurz verunsichert durch die Einblendung. Ja, man sieht, der Handel, der will nochmal, er beißt sich zurück in das Spiel. Ich war geduldig. Mit sehr viel Witz auch. Und jetzt also 3 zu 2 für den Valentin Rapp. Der Ball geht auf die untere Latte. Da hat man ganz leicht gehört, dass der nicht an der Glaswand war. Damit bereits 4 zu 2 für den Valentin Rapp. Ja, auch wenn es für Pythons Kriens am heutigen Abend nicht sehr positiv aussieht, was die Bilanz in der Resultatübersicht zeigt, ein weiterer Fehler vom Remo Handel. So muss man glaub, doch sagen, dass Kriens die Hochburg ist in der Schweiz. So ist es ein nationaler Stützpunkt. Wir sehen hier die dritte Mannschaft von Kriens, die immer noch Nazi A spielt. Also von dort her, und nicht, dass sie irgendwie einfach chancenlos unterlegen werden, immer wieder einmal in ein Spiel hineinfinden. Absolut. Und das muss man auch sagen, das Erfolgsrezept oder ihre Strategie, an der halten sie eisern fest. Junge Spieler und alles Schweizer. Konsequent seit Jahren. Und sie das Resultat also sieht man, nämlich, dass sie die Möglichkeit haben, drei Mannschaften in der höchsten Spielliga in der Schweizer Squash zu stellen. Das ist etwas, was es noch nie gegeben hat. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Innerschweiz gerne mal squashen würden, dann kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, Sportpark Pilatus.
nennt sich die Homebasis von diesen drei Innerschweizer Clubs. Und es gibt regelmäßig auch Juniorentrainings und neue Junioren sind immer willkommen. Aber auch viele ältere Spieler und wo Techniker ein bisschen schärfen wollen. Spieler genau, von jedem und Niveau. Und sicher auch noch irgendwo einen Schweißtropfen werden verlieren, nicht nur an Technikschärfen. Ja, das ist vermuten, ja. Immer sehr athletische Training hier in Kriens. Spielstand, wir haben 7 zu 4 für den Valentin Rapp. Ja, Valentin Rapp macht das sehr professionell. Eigentlich mehrheitlich in Kontrolle von dem Geschehen, das wir hier sehen. Oh, Handel hat den Ball noch. Da haben wir über einen Schnitzer von Valentin Rapp, der da nicht aufgepasst hat, nicht gemerkt hat, dass der Handel den Ballwechsel schon aufgegeben hat. Spielt ihm den Ball genau zurück. Und aber jetzt ist braucht aber doch einen Punkt. Kurioser Ballwechsel gewesen. Acht zu vier. Oh, da ein ganz schöner Ballwechsel vom Remo Handel. Keine Chance für den Valentin Rapp, da den Ball noch zu erreichen. 5 zu 8 aus Sicht vom Remo Handel. Der Ball verspringt ihm auf dem Schläger, geht zu tief und damit 9 zu 5. Fantastisch von beiden Spielern, der Ball kommt noch zurück. Der Ballwechsel immer noch am Gehen. Der Ball nicht gut gewesen, habe ich auch so gesehen bei der Valentin Rapp. Valentin Rapp verlangt. Schiedsrichter gibt erneut das Lied, ist sich nicht sicher. Ich bin leicht. Ja, da verstehe ich den Remo Hansen schon auch, aber ich bin. Ich kann es nicht begreifen. Leicht links versetzt vom Schiedsrichter, hat den Ball können sehen und bin relativ sicher, dass der aufs Lätli drauf ist. Nichtsdestotrotz, der Ballwechsel wird wiederholt. Jetzt allerdings fehlt nur noch. Jetzt fehlt nur noch ein Punkt. Punkt. Und es sind 5 Matchbälle, so ist es richtig. Merci. Für den Valentin Rapp, der sich anschickt, da für weite Schlieren ein 4 zu 0 im Gesamtscore zu holen. Der Ball und Punkt geht nochmal an Remo Handel, verkürzt auf 6 zu 10. Der Ball geht zu tief, 7 zu 10. Ja, noch ein Geschenk zum Schluss, aber er wird wahrscheinlich nichts mehr ändern. Es verbleiben 3 Matchbälle für die deutsche Nummer 6. Im Sport weiss man nie. Ich höre raus, du wirst gerne noch ein bisschen mehr Squash sehen. Genau. Verstehe ich dich natürlich absolut. Sehr unterhaltsamer, gut schauender Match. Aber ich befürchte, dass der Valentin Rapp da etwas dagegen hat, da eine Verlängerung zu machen. Da hätten wir 8 zu 10.
Ja, und jetzt haben wir 9 zu 10. Plötzlich nur noch ein Matchball. So schnell kann es gehen. Sind wir am Anfang von einer möglichen Wende? Fragezeichen. Handel mit einem Comeback. Müsste natürlich jetzt unbedingt den Punkt gewinnen, um das zu krönen oder zumindest weiter zu verfolgen. Ist auf jeden Fall immer noch im Ballwechsel rein. Ah, jetzt Remo Handel. Oh. Wieder eine sehr gute Phase. Valentin Rapp doch deutlich unterwegs. Also allerdings ein loser Ball. Handel kann sich gerade noch so irgendwie drin behalten. Und jetzt ist und das wäre leider aus Sicht von Remo Handel. Der Satz mit 11 zu 9 an Valentin Rapp. Und spielt dann mit 3 zu 0. Nach Wittis Schlieren. Ja. Das also die Begegnung zwischen Python Screens gegen Wittis Schlieren. Vielleicht kommen wir kurz zu der Übersicht vom heutigen Abend. Sehr unterhaltsames Spiel, obwohl von Anfang an eigentlich relativ klar war, wer der Favorit ist und wer das Spiel wird entscheiden. Und damit muss Heitens Kriens wird weiterhin auch auf dem 10. Platz in der Nationalliga A verbleiben. Für Wittis Kriens heisst es, sie sind immer noch auf einem Playoff-Kurs. Und da haben wir die ganze Übersicht vom heutigen Abend. Das erste TV-Spiel, das wir gesehen haben, ist mit 1 zu 3 an Sebastian Wenning gegangen. Roman allerdings müssen verletzt aufgeben, ersten Satz gewonnen gehabt und dann zwei ganz klare verloren. Im vierten Satz dann leider müssen verletzungsbedingt aufgeben. Das zweite Spiel, das wir jetzt gerade gesehen haben, ist mit 3 zu 0 Satz an Valentin Rapp gegangen. Yannick Lindemann und Johnny Williams haben auch 0 zu 3 ihre Spiel entschieden. Und der Mario Job ist unterlegen, auch mit 0 zu 3 gegen den Jonas Taylor. Das sind die beiden Matches, die wir auf dem Nebenplatz gehabt haben. Ja, 0 zu 4. Und ich sehe, der Dominik Penkow ist bereit, im Interview mit dem Valentin Rapp. Ja, er ist seiner Favoritenrolle gerecht worden. Hat eigentlich das Spiel immer kontrolliert. Valentin, herzliche Gratulation. Eine starke Leistung. Ihr habt früher noch nie gegeneinander gespielt. Wie war es für dich jetzt mit dem Remo Handel auf dem Kurzi? Ja, merci erstmal. Es war ungewohnt. Vor allem dann hier auf dem Glascourt habe ich ein bisschen schwieriger, die Länge hinzukriegen und so. Aber dann, ich wusste, sobald das Spiel länger wird, ein bisschen, dann kommt es zu meinen Gunsten und dann. So war es dann auch. Sobald ich ein bisschen kürzer geworden bin und ihm die Chance gegeben habe, dann hat er sie weggemacht. Und es war ein ordentliches Stück Arbeit, aber bin zufrieden heute. War gut. Ja, das ist etwas, was uns auch aufgefallen ist. Der erste Satz war ja noch am ausgleichendsten. Hätte ich sogar auf die andere Seite kippen können. Aber je länger das Spiel gegangen ist, desto mehr hast du eigentlich die Oberhand und Kontrolle gehabt. Ist das von Anfang an das Ziel gewesen, physisch anspruchsvoll für den Gegner zu machen, dass er lange Ballwechsel muss gehen und dann darauf spekulieren, dass dann ein paar einfache Punkte kommen? Ja, der Johnny, der kennt ihn ja, unser Coach. Und dann hat er mir genau gesagt, was meine Stärken sind. Und das wusste ich auch von vornherein. Ich kenne ihn ja noch von früher. Und dann war das von Anfang an der Plan. Und hat auch ganz gut geklappt. Ja, definitiv gut geklappt. Das 3-0 nimmt dir niemand mehr. Noch ganz kurz vielleicht ein paar Szenen oder den Moment am Schluss, gegen den Schluss vom Match. 10-5 in Führung, hast 5 Matchball und plötzlich steht es 10-9. Das war schon eigentlich der einzige Moment im Match, wo man das Gefühl hatte, vielleicht die Kontrolle kurz entgleitet. Könnte mir etwas passieren? Wie hast du das erlebt? Ja, das passiert öfters, dass man der macht einen Punkt, zwei Punkte, pusht sich nochmal zum Ende und dann gibt das Release mehr Gas und dann, man selber ist schon vielleicht mit einem Bein drin, obwohl man sich im Kopf sagt, ja, nee, Dureziehe, aber dann
irgendwie ein Punkt ist, dann ging dann doch noch irgendwie. Aber dann bin ich ganz glücklich auch, dass nicht noch ein Tiebreak ging. Das verstehen wir und hoffen natürlich, dich wieder mal zu sehen hier auf Center Court. Herzliche Gratulation an den Sieg. Danke. Ja. Ja, das Interview mit dem Valentin Rapp. Wir kommen zu der Übersicht von der Tabelle. Wir haben mit der heutigen Begegnung die 12. Runde können abschliessen. Vitis Schlieren wieder auf dem 3. Platz. Klar Kurs Playoff. Und die Pythons Kriens haben wieder nicht können punkten und bleiben auf dem letzten Platz mit 5 Punkten. Was? Die Pythons Kriens sind auf dem letzten Platz und haben auch noch ein, nicht so ein schönes Null in der hinteren Statistik. Man sieht dort unter dem W, wo für Wins, also Sieg steht. Sie hat das noch nie können feiern, ein Erfolgserlebnis, ein volles Erfolgserlebnis in dieser Saison. Und Vitis Schlier auf der anderen Seite, klar auf Playoff-Kurs. Und ich lehne mich jetzt mal auf dem Fenster und sage, für mich absolut Kandidat für die Meisterschaft Nummer 1. Unter dem Vorbehalt, dass sie nicht noch weitere Verletzungssorgen werden belagert. Ich spreche eben auf den Ausfall von Manuel Wanner an, der doch schwer wiegt. Aber ich habe mir mal angeschaut, in welcher Formation sie letztes Jahr im Finale Meister geworden sind. Ja, fantastisches Finale gewesen, ausgeglichen. Wir erinnern uns noch sehr gut daran. Genau. Mit dem besseren Ende für Vitis Schlieren. Und Vitis Schlieren dieses Jahr wiederum bärenstark besetzt, vor allem auf Position 3 und 4 mit dem Johnny Williams und dem Jonas Dähler. Für mich sind das zwei Spieler, die könnten der Schlüssel sein zum Erfolg für Schlieren in dieser Saison. Ja, wir werden Schlieren in 2 Wochen wieder sehen. Am 27.02. am Montag am Abend am 8. wird dann Schlieren müssen gegen Pilatus Kriens, Nummer 1 Team von Kriens antreten. Dann sicher eine ausgeglichenere Begegnung. Ich freue mich schon auf das Spiel. Ja, ich mich auch. Und ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte mich bei dir bedanken für den heutigen Abend und ich möchte mich auch bedanken am ganzen Team. An der Regie war der Nils Werner, die Einblendung hat Nathalie Sommer gemacht, der Ton Fiona Berti, an der Kamera war Gian-André Lüthi. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen, dann, wenn es heisst, Pilatus Kriens gegen Vitis Schlieren. Dankeschön, guten Nacht miteinander.